Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 93. Das ist die Aktuelle Stunde Fraktion der CDU. Bund und Länder stärken den Forschungsstandort Hessen weiter. Drucksache 20/5594. Und ich darf als erstem Redner das Wort erteilen dem Kollegen Andreas Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wissenschaft und Forschung sind mit den daraus gewonnenen Innovationsschritten unverzichtbar für die Zukunftsfähigkeit eines jeden Landes und somit auch für uns hier in Hessen. Und wir sehen es doch über die, man kann letztendlich sagen, Jahrhunderte hinweg. Exzellente Leistungen von Wissenschaft und Forschung tragen seit jeher zur Lösung gesamtgesellschaftlicher Problemstellungen entscheidend bei. Denken wir nur an die Frage der Corona-Pandemie. Innerhalb weniger als einem Jahr wurden Impfstoffe zur Verfügung gestellt und geben damit eine Antwort auf eine Menschheitsherausforderung, wie wir sie in diesen Tagen erleben. Insofern ist es immer wieder gut und richtig, wenn wir Wissenschaft und Forschung besonders in den Fokus nehmen. Und Wissenschaft und Forschung bilden ja auch durch den Transfer eben das wesentliche Fundament für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die damit verbundenen Arbeitsplätze sowie den Wohlstand unserer Gesellschaft insgesamt. Meine Damen und Herren, ich will eines sehr klar feststellen. Unser Bundesland ist ein starker Wissenschafts- und Forschungsstandort. Und dies vertreten und befördern wir als CDU-Fraktion in Hessen seit vielen Jahren in diesem Hause aus Überzeugung. Und Wissenschaft und Forschung benötigen eben aber nicht nur kluge Köpfe, sondern auch die passenden Gebäude und Ausstattung. Und ein Beispiel für die gute Aufstellung der hessischen Forschungslandschaft ist die vor wenigen Tagen ergangene Empfehlung des Wissenschaftsrates, 3 hessische Forschungsbauten an den Standorten Marburg, Gießen und Geisenheim mit Gesamtkosten von rund 140 Millionen Euro durch den Bund zu fördern. Und konkret werden an den 3 Standorten Forschung zu hochpathogenen Erregern zur Pandemievorsorge, zu hochleistungsfähigen Batteriesystemen sowie für klimaangepasste Strategien im Weinbau vorangetrieben. Man sieht eine breite Aufstellung, aber alles Themen, die uns heute und in Zukunft maßgeblich bewegen. Und, meine Damen und Herren, um eine solche Empfehlung des unabhängig agierenden Wissenschaftsrates zu erhalten, braucht es herausragende wissenschaftliche Qualität und eine überregionale Bedeutung. Und deshalb ist es an dieser Stelle auch gut und richtig, den verantwortlichen Forscherinnen und Forschern sowie den Hochschulleitungen dafür zu danken, dass die wissenschaftlichen Leistungen und die Innovationskraft in Hessen mit diesen 3 Projekten exemplarisch wieder einmal deutlich vor Augen geführt wird. Ja, nicht immer führen Bundesprogramme zu uneingeschränkter Freude bei den Bundesländern. Die seit 2007 laufende Forschungsbauförderung hat sich jedoch bewährt und bisher 21 Projekte in Hessen mit Mitteln in Höhe von rund 278 Millionen Euro unterstützt. Und gerade heute können wir uns um ein weiteres Beispiel für die Förderung von Wissenschaft und der Forschung freuen. Gestern wurde es auf den Weg gebracht, die Sanierung und Erweiterung des Senckenberg-Naturmuseums in Frankfurt mit Gesamtkosten von aktuell geschätzt 316 Millionen Euro und einem voraussichtlichen Landesanteil von rund 200 Millionen Euro. Und auch hier wird es absehbar eine enge Kooperation mit dem Bund geben. Auch das ist ein starkes Zeichen für Hessen. Und neben diesen exemplarischen Beispielen kommen wir als Bundesland der Verantwortung für die bauliche Entwicklung unserer Hochschule bereits seit vielen Jahren mit einem eigenen Programm nach. Mit dem Bauprogramm Heureka wird die Infrastruktur der hessischen Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen seit 2008 nachhaltig verbessert und dies mittlerweile mit einer wirklichen Planungssicherheit bis zum Jahr 2031 mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro. Das ist ein klares Bekenntnis zum Forschungs- und Wissenschaftsstandort Hessen, und das wird auch so bleiben. Und, meine Damen und Herren, bundesweit kann man nach einem solch nachhaltigen Bauprogramm suchen, welches durch weitere Förderlinien flankiert ist. Ich erlebe das immer wieder im Austausch mit Vertretern anderer Bundesländer. Die würden sich so ein Programm wirklich wünschen, weil es eben für die Universitäten und Hochschulen die Planungssicherheit gibt, die sie dringend brauchen. Und, meine Damen und Herren, wir setzen als CDU-Fraktion in diesem Hause auch auf Innovations- und Technologieoffenheit. Dazu gehört etwa auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Gentechnik. Es braucht Offenheit im Denken, die Bereitschaft, Chancen zu sehen und nicht nur Bedenken in den Vordergrund zu rücken. Ohne offenes Denken wäre vieles nicht möglich.
Denken wir ganz aktuell an Corona-Impfstoffe wie den von BioNTech, der biotechnologisch mit Hilfe von gentechnisch veränderten Zellen hergestellt wird und damit beispielhaft für den Nutzen von Forschung für die Menschheit steht. Und genauso braucht es die Infrastruktur, um erforschte und zugelassene Medizinprodukte im großen Maßstab zu produzieren. Hier können wir als Hessen sehr froh sein, mit der Universitätsstadt Marburg einen anerkannten Pharmazie- und Impfstoffstandort zu haben, welcher sich mit den Anlagen eines ansässigen Unternehmens für BioNTech anbot, dort mit der Produktion des Corona-Impfstoffs mit bestehenden oder nur überschaubaren notwendigen Umbauten im großen Umfang zu starten. Auch dies ist ein klarer Beleg dafür, dass es Offenheit braucht, Forschung und Wissenschaft, ob staatlich oder gewerblich, Entfaltungs- und Anwendungsoptionen zu bieten. Und diesem Auftrag kommen wir nach. Wir setzen als Politik Rahmenbedingungen für viele Lebensbereiche und so auch für Wissenschaft und Forschung, für den Transfer von Erkenntnissen in Gesellschaft und Wirtschaft. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir wollen und werden als CDU-Fraktion hier im Hessischen Landtag weiterhin dafür einstehen, dass unser Land Wissenschafts- und Forschungsstandort bleibt, sowie seine Rolle in Deutschland und international weiter stärkt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kollege Hofmeister. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Eisenhardt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei all den schlechten Nachrichten in dieser Zeit haben wir heute viele gute Nachrichten für die Forschung in Hessen. Hessen setzt auf ein Forschungsprofil mit Zukunft, neue Energieträger und innovative Materialien, Strategien gegen den Klimawandel und Transformation von wichtigen Wirtschaftssektoren, die zum Klimaschutz beitragen, Medizin- und Pharmaforschung sowie Life Science, künstliche Intelligenz und Informationstechnologie, Verstehen und Lösen von gesellschaftlichen und internationalen Konflikten. Die Hochschulen setzen auf diese Themen, und das Land unterstützt sie darin. Im letzten Jahr haben die Hochschulen auf Bitte und mit Unterstützung des Landes ihre Forschungsstrategien überarbeitet. Das Ergebnis: Mit fast 40 Millionen Euro machen wir 6 Forschungscluster fit für die nächste Runde der Exzellenzstrategie. Die Forschungsentscheidung dafür fiel nach externer, internationaler Begutachtung. Sie würdigten auf Platz 1 besonders den Cluster Third Waves of AI des neuen KI-Forschungszentrums Hessen AI mit Sitz in Darmstadt, an dem 13 Hochschulen beteiligt sind. Das ist ein großer Erfolg für das Zentrum, das von 3 Ministerien unterstützt wird und einmalig in seiner interdisziplinären Vernetzung ist. Die nächste gute Nachricht kam letzte Woche. Herr Hofmeister hat schon angesprochen. Der Wissenschaftsrat hat 3 hessische Forschungsbauten positiv begutachtet. Von den insgesamt 9 eingereichten Bauten schneiden die 3 hessischen zudem in der Reihung sehr gut ab. Der Wissenschaftsrat würdigt in seinem Gutachten auch die sichtbaren Forschungsstärken und strategischen Berufungen und die herausragende Nachwuchsförderung. Auch hier stehen die Themen neue Materialien für mehr Nachhaltigkeit und Anpassung für den Klimawandel im Mittelpunkt. Ein großer Erfolg für unsere Hochschulen. Und die allerbeste Nachricht kam heute Morgen. Wir bauen ein neues Senckenberg-Museum Frankfurt. Ich freue mich für Frankfurt und für Hessen über diese Nachricht. Die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation ist uns in dieser Zeit besonders bewusst geworden. Wir können auf Krisen nur antworten, wenn viele Menschen die Krisen und die Antworten auch verstehen. Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung macht internationale Spitzenforschung im Bereich Biodiversität. Zu verstehen, wie Evolution funktioniert, das Schwinden der Artenvielfalt zu verstehen und zu erforschen, was wir dagegen tun können, sind bedeutende Fragen unserer Zeit. Wir fördern deshalb die Renovierung und den Neubau mit 200 Millionen Euro in den nächsten 12 Jahren. Der Neubau auf Weltniveau ist ein Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Hessen, dem Leibniz-Institut und der wichtigen Arbeit, die dort geleistet wird. Applaus
Dies alles sind Erfolge der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Hochschulleitungen und der starken außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Hessen. Wir setzen dafür die richtigen Rahmenbedingungen. Wir haben im Koalitionsvertrag die richtigen Impulse und Förderinstrumente vereinbart. Und Staatsministerin Angela Dorn und ihr Haus setzen sie, und das ist die Rückmeldung der Beteiligten, im Dialog und mit viel Herzblut für Wissenschaft um. Das war auch ein Kraftakt in den letzten 2 Jahren für die Verwaltungen im Ministerium und in den Hochschulen. Dadurch haben wir jetzt die richtigen Förderinstrumente. Auch die Fortschreibung des Löwe-Förderprogramms ist dafür ein gutes Beispiel. Die Förderrichtlinie Löwe-Professur hat es ermöglicht, eine Spitzenforscherin von Hessen AI auch in Hessen zu halten. Wir sind als Land für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Es hat erst begonnen, Herr Büger, und ich bin mir sicher, Löwe-Professur wird noch viele Erfolge in Zukunft bringen. Wir sind als Land für die Rahmenbedingungen verantwortlich, dass freie und exzellente Forschung an unseren Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stattfinden kann. Dass es dafür eine auskömmliche Grundfinanzierung braucht, haben wir im Ausschuss letzte Woche wieder thematisiert, und ich möchte es hier noch einmal bekräftigen. Ohne solide Grundfinanzierung gibt es keinen wissenschaftlichen Nachwuchs und keine Spitzenforschung. Hessen bietet mit der Dynamisierung des Hochschulpakts von jährlich 4% den Hochschulen eine verlässliche Perspektive. Genauso wie wir mit dem Programm Heureka dem Hochschulbau und der Infrastruktur eine langfristige Perspektive bieten. Hier könnte der Bund noch mehr tun. Eine Dynamisierung des Zukunftspaktes für die Hochschulen, genauso wie für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wäre ein wichtiges Signal, auch für wissenschaftsbasierte Politik in Zeiten globaler Herausforderungen. Heute freuen wir uns aber erst einmal über die guten Nachrichten für unsere Hochschulen, die Anerkennung, die sie durch die Begutachtung und die Förderzusagen erhalten. Vielen Dank. Danke, Frau Eisenhardt. Nächster Redner ist der Abgeordnete Dr. Büger für die Fraktion Freie Demokraten. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Eisenhardt, Herr Hofmeister, die Studierenden sitzen seit über einem Jahr zu Hause. Sie haben Sorgen, Schwierigkeiten, Prüfungen abzulegen, ihre Ausbildung, was daraus werden kann, Einkommen. Die Forschung an den Hochschulen und den Instituten wird, das wissen wir, durch die Pandemie massiv erschwert. Und Ihnen fällt nichts anderes ein, als heute hier Jubelreden zu halten. Was ist das? Was ist das an dieser Stelle? Und dabei reden Sie doch hier über Selbstverständlichkeiten. Na klar, gibt es sehr gute Forschung in Hessen. Wir kennen die Forscherinnen und Forscher, und wir wissen das. Selbstverständlich unser Glückwunsch nach Gießen, nach Marburg, nach Geisenheim, auch an viele andere Stellen. Ja, natürlich. Und im Übrigen, viele dieser Forschung gibt es nicht wegen der Landesregierung, manche vielleicht sogar trotz. Und im Übrigen, ja klar fließen Gelder auf Empfehlung des Wissenschaftsrats nach Hessen. Ja, selbstverständlich, sie fließen ja in alle Bundesländer. Und dann erwähnen Sie, ich wusste ja, dass Sie sozusagen auf die entsprechende Pressemeldung hinausgehen werden. Da gab es seit 2007, haben wir im Übrigen auch 5 Jahre mitregiert, aber geschenkt, einen Anteil von 9,5% der Bundesmittel für den Bereich Bau ist nach Hessen geflossen. Jetzt fragt man sich, ist das jetzt viel oder wenig? Ich bin ein Mathematiker, guckt man sich mal Zahlen genau an. Also, Hessen hat so eine Wirtschaftskraft von grob 9%, wenn man es am BIP sieht. Wir haben einen Anteil der Studierenden, die knapp sogar drüber, 9,1. Das heißt, wenn wir jetzt 9,4% nach Hessen geflossen sind, dann liegen wir ja tatsächlich mal knapp über dem Durchschnitt. Knapp über dem Durchschnitt und nicht drunter, also wie beim Impfen, da sind Sie ja ganz unten. Nein, wirklich mal ganz knapp über dem Durchschnitt sind wir hier. Und dann erwähnt es natürlich auch noch Frau Eisenhardt, war wundervoll. Er sagte, eine Professur haben wir tatsächlich mal in Hessen gehalten. Dass das allein hier Erwähnung finden muss, das spricht für Sie, Frau Eisenhardt. Sie feiern sich hier
für absolute Selbstverständlichkeit. Und zugleich lassen Sie auch all das weg. Ich wollte ja nur gute Botschaften haben, wo Hessen hinten liegt. Betreuungsquote. Wir waren mal auf dem vorletzten Platz. Wir sind ein bisschen nach vorne gekommen, aber immer noch unter dem Durchschnitt. Und warum ist die Betreuungsquote so problematisch? Wenn die Betreuungsquote zu schlecht ist, dann haben auch die Forscherinnen und Forscher weniger Zeit für Forschungsarbeiten. Und natürlich auch das Budget, ich weiß, um 4% gestiegen, langsamer als die Zahl der Studierenden gestiegen ist. Und dass Sie dann noch die Exzellenzinitiative erwähnen, Frau Eisenhardt, gute Nachrichten und Exzellenzinitiative in derselben Rede, das ist schon erstaunlich, wirklich erstaunlich. Also die letzte Exzellenzinitiative, die war wirklich völlig unbefriedigend. Es gäbe Menschen, die da von einem Desaster sprechen würden. Da brauchen wir entsprechend Unterstützung, und da brauchen unsere Hochschulen Unterstützung. Ich finde, es spricht für sich. Und es spricht für Sie, wenn Sie sich dafür feiern, ein einziges Mal mal nicht unter dem Schnitt zu liegen bei einer Kennzahl. Deutlich ist das. Und auch ärgerlich ist, dass Sie die wahren Probleme ja ignorieren. Wir haben hier in diesem Saal vor wenigen Tagen einen Antrag beraten, Antrag unserer Fraktion, wo es zum Thema geht, Prüfungen auch in Pandemiezeiten sicherstellen. Da ging es nämlich um Bereitstellung von Testkapazitäten, so wie wir die hier im Landtag auch haben, für den Fall, dass Prüfungen im Präsenz sein müssen, also die Mittel und die Infrastruktur dafür. Es ging bei elektronischen Prüfungen mehr als nur um eine Verordnung, auch mal um Musterprüfungsordnung und um Software, dass man mal was bereitstellt. Und dazu hieß es dann von Ihnen, das ist völlig überflüssig, ist völlig unnötig. Wissen Sie, überflüssig waren diese Jubelnreden. Die waren am heutigen Tage überflüssig. Und zwar völlig. Und deswegen kann ich hier an dieser Stelle wirklich mal zusammenfassen. Die hessische Politik hat wirklich überhaupt keinen Grund, sich zu feiern. Sie sind in dem Anteil, wie ungefähr unser Bundesland größer ist, und sind Sie bedacht worden. Die anderen Bundesländer haben es auch kofinanziert. Sie haben das gemacht, was selbstverständlich ist. Sie lenken mit dieser Aktuellen Stunde ab von den echten Problemen. Und eigentlich sagt diese Aktuelle Stunde mehr aus über den Zustand dieser Regierung als über den Zustand der Forschung in Hessen. Deutlich mehr aus, wenn Sie das schon hier zu Ihrem zentralen Thema machen. Und wissen Sie, ich stehe auch den Hochschulen nahe, und da kann ich sagen, die klassische universitäre Bewertung für Ihre beiden Reden, die Sie hier haben, die hieße so schön lateinisch sub omni canone, also ungenügend oder unter jedem Standard der Kanon. Und das ist heute ein bisschen verballhornt worden zu der Redewendung unter aller Kanone. Das genau passt auf Ihre Reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Büger. Nächste Rednerin ist die Abg. Dr. Sommer, Fraktion der SPD. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das nicht Zufall ist, dass heute Morgen die Verkündung kommt, dass die Senckenberg-Gesellschaft mit 200 Millionen € unterstützt wird. Das ist aber, muss ich sagen, eine gute Nachricht, genauso wie die 140 Millionen € für die Forschungsbauten in Hessen, die mit der Förderung aus Bundesmitteln für je ein Forschungsprojekt der Philipps-Universität zur Erforschung hochpathogener Erreger der Justus-Liebig-Universität zu Batterien als Schlüssel Faktoren für den Einsatz alternativer Energien und der Hochschule Geisenheim zu Klimastrategien für den Weinbau ermöglicht werden. Das ist gut. Aber zunächst möchte ich auch sagen, dass unsere Hochschulen aktiv sind, unsere Forscherinnen und Forscher engagiert sind. Deswegen danke an all die klugen Köpfe an unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die eben hinter diesen neuen Forschungsansätzen und den bahnbrechenden Innovationen stecken, meine Damen und Herren. Wissenschaftsministerin Angela Dorn sagt, ich zitiere, unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind das Herz der Wissensgesellschaft und damit Stärke und Innovationskraft des Landes. Investitionen in die Forschung stellen sicher, dass wir Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit und für die Zukunft finden. Das kann ich absolut unterstreichen und zustimmen. Möchte ich aber deswegen genau an diesem Punkt explizit auf die Investition in die Forschung eingehen, haben wir doch in der letzten Ausschuss
Sitzung von einer Hochschule gehört, dass sie viele Mittel einwerben müssen, also Drittmittel, dass die Landesinvestitionen, deren Dynamisierung natürlich auch begrüßt wird, aber sie reichen nicht aus. Sie loben und preisen, was sie im Bereich Forschung machen, sind es aber doch die Erfolge und der Lob für die Hochschulen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, meine Damen und Herren. Anhand der Statistiken der Mittelaufteilung an Hochschulen lässt sich gut erkennen, wie wenig das Land und wie viel andere Geber leisten. Wie gesagt, im letzten Ausschuss haben wir das sehr plastisch gesehen. Lediglich 5,4% der Drittmittel kamen vom Land über Löwe. Zudem wurde deutlich, um drittmittelfähig zu sein, braucht es eben eine gute Grundfinanzierung. Nachhaltige Entwicklung braucht zwingend stärkere finanzielle Anstrengungen in Forschung und Innovation, meine Damen und Herren. In diesem Zusammenhang möchte auch ich an das Abschneiden der Exzellenzinitiative erinnern, eine Bankrotterklärung dieser schwarz-grünen Politik. Manchmal muss eben erst etwas passieren, damit sich etwas ändert. Sie stellen nun 40 Millionen € zur Verfügung. Eine Förderung ist richtig, kommt aber viel zu spät und zeigt, das Kind musste erst einmal in den Brunnen fallen, damit die Landesregierung reagiert. Andere Länder haben Hessen lange in der Spitzenforschung und vor allen Dingen auch in den Rahmenbedingungen für Forschung überholt. Und damit da Hessen nicht Schlusslicht bleibt, brauchen wir bessere Forschungsbedingungen, meine Damen und Herren. Bei der Fortsetzung der Exzellenzinitiative muss noch stärker darauf geachtet werden, dass die Hochschulen ihr Profil sichtbarer machen, damit sie im Wettbewerb bestehen können. Im Wettbewerb bestehen und sich behaupten können, hat aber auch etwas mit den Ressourcen zu tun. Da die Ressourcen so wichtig sind, um Forschung und Innovationen voranzubringen, möchte ich noch einmal betonen, dass Hochschulen nachhaltig finanziert und Forschungseinrichtungen noch besser aufgestellt werden müssen. Projektfinanzierung, meine Damen und Herren, verhindert oftmals nachhaltige Hochschulentwicklung, da nur über wenige Jahre geplant werden kann. Ja, für Forschung, aber auch für Studierende und Lehre müssen genau diese nachhaltigen Ressourcen sichergestellt werden, damit wir Verbesserungen auch hier in Hessen haben. Und da möchte ich auch ganz aktuell auf die gestern veröffentlichte Forderung der Hochschulrektorenkonferenz und des Deutschen Studentenwerks hinweisen. Sie fordern zusätzliche Investitionen in die soziale Infrastruktur des Studiums, für studentische Wohnen und die Hochschulgastronomie der Studentenwerke. Ich kann da dem DSW-Präsident Prof. Dr. Poslep nur zustimmen und beipflichten, dass einem Ausbau der Studienkapazitäten auch der Ausbau der Wohn- und Mensakapazitäten folgen muss. Denn nur gute Rahmenbedingungen in Forschung, Studium und Lehre schaffen Motivation und Outcome, meine Damen und Herren. Letzter Satz. Insgesamt braucht es eine dauerhafte Absicherung von Hochschulhaushalten. Es ist ein richtiges Signal, die genannten Projekte zu fördern. Aber es gilt eben, in Zukunft die Finanzierung der Hochschulen noch besser aufzustellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Grobe, Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Hurra, wir leben noch! Nicht anders könnte man die Pressemitteilung von Wissenschaftsministerin Dorn vor einigen Tagen interpretieren. Denn es werden drei neue Forschungsbauprojekte vorgestellt, die der Bund auf Vorschlag des Wissenschaftsrates mit rund 140 Millionen € unterstützt, um damit Spitzenleistungen in der Forschung zu ermöglichen, wie dies Staatsministerin Dorn ausdrückte. Und das ist des Pudels Kern. Es geht wieder rein um Selbstbeweihräucherung. Diesmal möchte die CDU die Lorbeeren einheimsen.
Sicherlich ist das für die drei Hochschulen in Marburg, Gießen und Geisenheim ein wunderbarer Erfolg bzw. eine Möglichkeit, ihren Forschungsstandort auszubauen, sich in Teilen neu aufzustellen, fit für die Zukunft zu machen und international wettbewerbsfähiger zu werden. Denn das wird von der schwarz-grünen Regierung unterschlagen. Leiden die hessischen Hochschulen leider seit langem unter dem Stigma, nicht zu den deutschen und internationalen Elite- bzw. Exzellenzhochschulen zu gehören. Und das, obwohl auch in Hessen überaus gute Forschungsleistungen erbracht werden. Und die drei neuen Forschungszentren hier zur Pandemievorsorge, der Erforschung alternativer Energiequellen und der Entwicklung von klimaangepassten Strategien beim Weinbau werden sicherlich ihren wichtigen Teil zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Hessens beitragen. Zumal alle drei Themen aktuell einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnehmen und somit einen Reiz für angehende Studenten ausüben. Jedoch sollte man unseres Erachtens in einer Pressemitteilung nicht eine Klimakatastrophe ausrufen, die zudem nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Hier zeigt sich vielmehr, dass man mit einem Alarmismus Ängste schürt und gleichzeitig bereits Vorgaben für eine politisch genehme Forschung einleitet. Das darf nicht sein, Frau Ministerin, denn Forschung muss frei bleiben, auch wenn es nicht in Ihr politisches und ideologisches Korsett passt. Zudem ist das Klimasystem ein rückgekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System. Langfristige, genaue Vorhersagen von zukünftigen Klimazuständen sind daher nicht möglich. Das sagen nicht wir, sondern das IPCC. Sehr geehrte Damen und Herren, damit der Forschungsstandort Hessen gestärkt wird, bedarf es daher nicht nur Mittelzuweisungen vom Bund. Wir brauchen ein besseres Betreuungsverhältnis zwischen Professor und Studenten, denn dieses ist in Hessen schlechter als im Bundesdurchschnitt. Wir sollten daher die weitere Vermassung der Hochschulen zurückfahren, gleichzeitig aber ingenieurwissenschaftliche Studiengänge fördern. Zudem, zumal allein bei den E-Technikern mittlerweile 41% 50 Jahre und älter sind. Wir brauchen hier dringend Nachwuchs. Gleichzeitig ist die hessische Regierung gefordert, die öffentlichen Ausgaben für Bildung deutlich zu erhöhen. Denn Hessen liegt nur mit 3,5% des BIP deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 4,4%, sondern auch unter dem Bundesdurchschnitt von 4%. Daher sollten wir auch, wie wir es in den Haushaltsgesprächen gefordert haben, deutlich in die MINT-Studiengänge investieren und die Mittel aus den Genderwissenschaften in die Ingenieurstudiengänge überführen. Denn wenn Sie das Marburger Beispiel des Zentrums für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung näher betrachten, dann hat die Forschung, Wissenschaft und Lehre in Hessen bald gar keine Zukunft mehr. Dort werden nämlich so wissenschaftlich wertvolle Forschungsprojekte betrieben wie Genderismus. Da setzen sich nämlich die Gender-Studenten und Dozenten hin und lesen Leserbriefe und Kommentare zu Artikeln. Ich frage Sie, ist das Forschung? Was haben uns Ihre heißgeliebten Gender Studies in der Corona-Zeit gebracht? Wie viele Absolventen dieser ideologiegetriebenen Wissenschaften haben dazu beigetragen, dass Impfstoffe entwickelt wurden oder dass wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können? Vielmehr mangelt es ans Personal im medizinischen Sektor. Aber dazu fällt Ihnen nichts ein. Sie haben sogar noch ein Gesetz auf Bundesebene zugestimmt, das die praktische Ausbildung von Medizinern in der jetzigen Situation nahezu unmöglich macht. Das Gleiche gilt für die Schlüsseltechnologien. Hier ist es wichtig, dass Deutschland wieder zu seiner technologischen Souveränität zurückfindet. Denn nur mit technologischer Kompetenz können deutsche Unternehmen auf den Weltmärkten erfolgreich sein. Daher gilt es, die Innovationskraft unserer Ingenieure zu stärken und verstärkt die Bereiche Cybersicherheit und schutzkritischer Infrastruktur wissenschaftlich aufzurüsten. Erst wenn wir diese Mammutaufgabe gestemmt haben, sollten wir uns über die zusätzlichen Bundesgelder freuen. Dann brauchen wir nur noch einen Minister, der sie in echte Wissenschaften investieren will. Vielen Dank. Danke schön, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, die Kollegin Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Bund die Förderung von 3 Wissenschaftsbauten in Hessen mit einem Gesamtvolumen von 140 Millionen Euro. Und dabei handelt es sich um Forschungszentren zu Pandemievorsorge, Energie- und Klimafolgen mit den Standorten Marburg, Gießen und Geisenheim. Diese Forschungsvorhaben sind gut und richtig. Es geht dabei um wichtige Zukunftsfragen. Und wir begrüßen auch, dass die Forschungsgelder nach Mittelhessen und nach Geisenheim gehen, wo doch in der Vergangenheit sehr viele Mittel nach Frankfurt und nach Darmstadt geflossen sind. Soweit, so gut. Diese Aktuelle Stunde ist aber natürlich auch eine gute Gelegenheit, um noch einmal grundsätzlich über die Forschungsforderungen zu sprechen und über die Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Weil die Forschungsförderung und damit eben ein immer großer Teil der Hochschulfinanzierung zunehmend aus Drittmitteln erfolgt. Und diese Mittel werden kurzfristig als Projektmittel vergeben. Sie müssen immer wieder neu beantragt werden. Und das hat den Wissenschaftsbetrieb prekarisiert. Es ist mittlerweile die Regel, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf mehreren Teilzeitstellen gleichzeitig arbeiten, dort mehr Stunden investieren, als sie gezahlt bekommen, und dann noch schlecht bezahlte Lehraufträge annehmen, um den Betrieb an den Hochschulen überhaupt aufrechtzuerhalten. Bundesweit haben wir diese Entwicklung. Mittlerweile hangeln sich 90% des wissenschaftlichen Nachwuchs von kurzfristigen Vertrag zum nächsten. Es sind 160.000 Menschen bundesweit, über die wir hier reden. Und was eben alles, weil die Hochschulen Dauerstellen nicht aus Projektmitteln finanzieren dürfen. Und wenn man sich diese Drittmittel mal anschaut, dann stellt man fest, dass sie zu weit überwiegendem Teil aus öffentlichen Mitteln stammen, nämlich von Bund und EU, der DFG, die von Bund und Ländern finanziert wird. Nur ein ganz kleiner Bruchteil stammt überhaupt aus der privaten Wirtschaft, und teilweise fließen die Mittel ja durch die Förderung dann wieder dahin zurück. Und nun gibt es mit LOEWE ja eine eigene Exzellenzinitiative des Landes Hessen zur Forschungsförderung, auch die 95% öffentliche Mittel. Und wir haben dieses Programm immer kritisiert, einmal aufgrund seiner Kurzfristigkeit, aber auch aufgrund der Verteilung der Mittel. Weil der große Teil dieser Mittel geht an die Universitäten. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind bei der ganzen LOEWE-Finanzierung ziemlich hinten runtergefallen. Und es geht ein großer Batzen auch an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das ist grundsätzlich nicht falsch, aber auch das ist Geld, was den Hochschulen nicht zur Verfügung steht. Und das wird dann Profilbildung und Differenzierung genannt. Ich finde, das ist eine ziemlich ungerechte Verteilung von Mitteln. Weil damit werden eben gerade die Fachhochschulen von Teilen der Hochschulfinanzierung quasi abgehängt. Und etwa 60% der Mittel, die bisher in LOEWE, davon verantworten Sie jetzt erst die letzten Jahre, das Programm gibt es ja seit 2008, etwa 60% der Mittel sind nur nach Frankfurt und nach Darmstadt geflossen. Also von einer wirklich gerechten Verteilung der Mittel kann keine Rede sein. Und statt dieses Geld dauerhaft und verlässlich an die Hochschulen zu geben, wird es über komplizierte und intransparente Verfahren vergeben. Allein die Förderrichtlinie, die das Ministerium zu LOEWE herausgegeben hat, umfasst 70 Seiten, auf denen niedergeschrieben ist, wie man sich um Mittel bewerben kann, was man dafür alles tun kann, muss. Es gibt ein zweistufiges Bewerbungsverfahren mit Antragsskizze und Vollantrag. Das hat teilweise wirklich den Umfang einer Abschlussarbeit. Und wenn der Antrag nicht abgelehnt wird, wenn er abgelehnt wird, war das ja alles umsonst, wenn er nicht abgelehnt wird, dann darf man ein paar Jahre befristet im Projekt arbeiten, ohne Sicherheit, dass es danach weitergeht. Und das führt dazu, dass Forscherinnen und Forscher zunehmend damit beschäftigt sind, Projektanträge zu schreiben, Drittmittel einzuwerben und damit teilweise mehr beschäftigt sind als mit der Forschung. Gerade mal 10% der Beschäftigten, die in LOEWE-Projekten arbeiten, sind Professorinnen und Professoren. Die anderen sind eben die befristet Beschäftigten. Und das ist eben die Folge dieser Verdrittmittelung der Hochschulen. Weil zu kurzfristig vergebene Mittel führen eben zu kurzfristiger Beschäftigung. Und Menschen, die wirklich von Vertrag zu Vertrag hecheln, das ist im Koalitionsvertrag als Problem benannt. Aber solange die Finanzierung so ist, wird sich daran wenig ändern. Und LOEWE ist eben auch ein Forschungsförderprogramm des Landes. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Mittel derartig kurzfristig zu vergeben und damit prekäre Beschäftigung zu fördern, meine Damen und Herren. Und die Freiheit von Forschung und Wissenschaft ist gefährdet, wenn sie nur auf schnelle Ergebnisse, Anwendungsorientierung und ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet ist. Wo bleibt denn die kritische Wissenschaft, die freie Wissenschaft bei der frisch berufenen Juniorprofessorin, deren Vertrag nur dann entfristet wird, wenn es ihr gelingt, erhebliche Drittmittel einzuwerben? Und deshalb sagen wir, die
Wirklich Exzellenz wäre es, wenn man von guten Studienbedingungen und wissenschaftlichen, guten wissenschaftlichen Bedingungen in der Breite sprechen könnte. Das sollte das Ziel von Wissenschaftspolitik sein. Deswegen sind Initiativen wie Kassel unbefristet so wichtig, die sie für eine umfassende Entfristung von Verträgen kämpfen, für Planbarkeit des eigenen Lebens und für Dauerstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Herrn Büger außerordentlich dankbar, denn ich habe als Wissenschaftsministerin einen Nachteil. Ich hatte Latein-LK, damit musste ich im bayerischen Schulsystem in der 11. Klasse Englisch ablegen. Das ist im internationalen Kontext häufig vom Nachteil, aber heute mal ausnahmsweise vom Vorteil. Und ich habe Ihnen auch jetzt gerade mal schnell parallel ein schönes Antwortzitat von Ovid mitgebracht aus den Metamorphosen. Quamquam sub aqua sunt, sub aqua maledicere temptant, obwohl sie, gemeint sind die Frösche, unter Wasser sind, versuchen sie unter Wasser Schlechtes zu reden. Und das, Herr lieber Kollege Büger, passt ganz wunderbar zu Ihren Ausführungen. Denn auch wenn Sie noch so sehr versuchen, alles hier schlecht zu reden, darf ich Ihnen noch einmal ganz kurz wiederholen, was wir in den letzten Jahren und in den letzten Jahren auch der vorherigen Koalition für die Hochschulen alles erreicht haben. Wir haben einen Hochschulpakt auf den Weg gebracht mit einer Steigerung an Grundfinanzierung, die es so deutschlandweit sich sehen lassen kann. Wir haben ein Heureka-Programm als eines der wenigen Bundesländer und das noch einmal so deutlich aufgestockt, dass mich andere Bundeskollegen fragen, wie wir das eigentlich geschafft haben, so viel Planungssicherheit auf den Weg zu bringen. Und ja, dieses Heureka-Programm war vor meiner Zeit und es hat sich so bewährt. Wir haben gerade ein Zentrum für künstliche Intelligenz in Darmstadt hochschulübergreifend gemacht. Wir hatten gerade als Arbeitskreis dazu ein Gespräch. Und auch dort wird den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefragt, wie haben Sie das eigentlich geschafft, dass drei Ministerien gemeinsam ein solches Zentrum hochschulübergreifend auf den Weg bringen? Und ich könnte diese Liste jetzt noch deutlich erweitern. Ich habe aber verstanden, dass eigentlich die ganzen Ablenkungsmanöver dazu dienten, nicht über das eigentliche Thema zu reden. Und das würde ich gerne tun. Denn zu Recht hat der Kollege Hofmeister damit begonnen, noch einmal deutlich zu machen, warum wir aktuell über Wissenschaft reden. Weil in dieser Pandemie uns wahrscheinlich allen und insbesondere auch der breiten Bevölkerung viel mehr bewusst geworden ist, welche Bedeutung Wissenschaft hat. Wir alle profitieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, unmittelbar durch einen Impfstoff, mittelbar durch technologische Innovationen. Und unsere Hochschulen, unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die sind unser Herz der Wissensgesellschaft. Die sind unser Motor für Innovation, unser Rückgrat. Und deswegen braucht es Investitionen in die Infrastruktur. Und da sind wir in Hessen gut aufgestellt. Und genau dafür spricht der Wissenschaftsrat, der, wie das hier schon richtig gesagt worden ist, in der letzten Woche drei Anträge für wichtige Forschungsbauten auf den Weg gebracht hat. Und das machen Sie nur, wenn es zum einen eine herausragende wissenschaftliche Qualität gibt und zum anderen eine hohe überregionale Bedeutung. Beides trifft zu auf diese drei Bereiche. Und das ist vor allem natürlich den Forscherinnen und Forschern, den Hochschulleitungen zu verdanken. Und dafür danken wir auch ganz herzlich, denn da ist viel Einsatz drin. Aber ja, eben auch sehr viel lange Arbeit und sehr anstrengende Bemühungen und kostenintensive Bemühungen der Landesregierung, um diese Projekte auf die Spur zu bringen, um in angespannter Finanzlage auf die richtigen Pferde zu setzen und vorausschauend in die Lösungen der Probleme von morgen zu investieren. Und wir als Koalition sind ganz fest davon überzeugt, diese zahlen sich aus, und das zeigt die Pandemie. Die drei Forschungsbauten in Marburg mit dem neuen Hochsicherheitslabor, was geplant ist, um weiter entsprechend in der aktiven Epidemie- und Pandemievorsorge weiter auszubauen,
oder das Gießen Center for Electrochemical Material Research der Justus-Liebig-Universität, also künftig hochmoderne Batterien, die wir für die Energiewende, das ist ein Schlüsselbereich der Mobilität, brauchen können, oder eben das Programm VITA für klimaangepassten Weinbau. Da geht es um Erderhitzung und die Anpassungsstrategien. Wir sind also bei all den zukünftigen Themen 140 Millionen Euro, wie wir uns hälftig teilen, Bund und Land. Insofern ist das ein sehr starkes Bekenntnis, gerade in Zeiten der Pandemie, dass wir auf die Zukunft setzen. Und es gibt eben noch einen Meilenstein, einen ganz aktuellen Meilenstein. Und ich glaube, er hat das Zeug, Frankfurt zu beflügeln, das Rhein-Main-Gebiet zu beflügeln, Hessen zu beflügeln. Denn dass wir es erreichen, dass im Rahmen der gemeinsamen Forschungsförderung das Gebäude des Senckenberg-Museums nicht nur vollständig saniert, sondern auch erweitert wird, dass wir gemeinsam bis 2035 316 Millionen Euro investieren wollen. Das zeigt, was uns Wissenschaft, aber auch gute Wissenschaftskommunikation wert ist. Und ich könnte wahrscheinlich hier eine Umfrage machen, weil wahrscheinlich fast jeder von Ihnen als Kind im Senckenberg-Museum war. Und ich weiß nicht, was Ihnen wichtiger war, die Dinosaurier-Skelette oder die Schlange, die das Wasserschwein gerade verschlingt. Aber wir alle haben hochemotionale, schöne, wunderbare Erinnerungen als Kinder. Und das Wunderbare ist an diesem Museum, dass wir, egal in welchem Alter, egal mit welchem Bildungshintergrund, wenn wir hier dort hineingehen, dass wir reicher hinauskommen, reicher an Wissen und übrigens reicher an Wissen zu dem Thema, was diese Erde ausmacht, Artenvielfalt, Klimaschutz, das, was die Menschen und was die Erde ausmacht. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass wir als Landesregierung und als Koalition auf die richtigen Prioritäten auch hier setzen. Denn hier kann Senckenberg noch einmal ganz neue Dimensionen im Bereich Wissenschaft und Wissenstransfer setzen. Senckenberg ist bekannt für Forschung auf exzellentem Niveau international. Und ich glaube, dass wir genau diese internationale Strahlkraft jetzt auch bei dem Museum erreichen können. Insofern, alle vier Projekte zeigen ganz unterschiedlich, dass wir verlässliche Rahmenbedingungen brauchen, um Spitzenleistungen in Wissenschaft, in Forschung und in Wissenstransfer zu schaffen. Und insofern kann ich nur sagen, wir freuen uns darüber. Und die zu Recht kritisierte Frage mit der Exzellenzstrategie, auch das möchte ich gerne noch beantworten. Herr Büger hatte schon im Ausschuss bei Frau Präsidentin Brühl gefragt, was denn das Land noch tun könnte, damit wir für die Exzellenzstrategie besser vorbereitet sein könnten. Und die Antwort, also sozusagen als Sprungbrett, wir sind wieder bei den Fröschen und beim Wasser, im Wasserbild, die Antwort von Frau Präsidentin Brühl war, sie wüsste nichts, denn die Landesregierung hat Ihnen ja schon einen 10 Meter aufgebaut. Genau das tun wir auch für die Exzellenzstrategie. Setzen wir uns nämlich ein, und insofern ist das nicht der letzte Schritt gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Aussprache.